Grüß euch. Hallihallo am Kanal der Wulpertinger. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und da steht wieder ein Vereinstratsch-Video, ein Vereinsgeplauder-Video an. Und wir machen heute das Thema One-Page-Rules. Wir hatten schon ein Turnier vom One-Page-Rules zu dem Green Dark Future-System. Und genau, ich bin da komplett unberührt noch in dem System One-Page-Rules. Und der Martin wird mir heute ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist. Es ist höchste Zeit, dass wir mal drüber reden. Also, One-Page-Rules, lieber Ja. Sebastian, was ist das? Ich würde sagen, so ein Phänomen, das jetzt schon seit ein paar Jahren in Tabletop-Kreisen aufräumt. Besonders stark vertreten durch Grim Dark Future. Und schauen wir mal, wenn wir uns da dieses Blatt anschauen. Hier, das ist das Logo davon. Wo klaut es wohl? Ne? Also, bei Warhammer 40k wird natürlich die Antwort sein. Und jetzt kommt es genau dazu. Grim Dark Future oder One-Page-Rules, das Gesamtphänomen, worüber wir sprechen, ist so eine von Fans gemachte oder von der Spielergemeinschaft gemachte, abgeschlagte, ausbalancierte, zum Teil gratis verfügbare, im Fluss befindliche, stets aktualisierte, sympathischere. Also irgendwie so das, was man sich immer gewünscht hat, würde ich fast ein bisschen sagen. Und das Interessante ist, es im September ist aus One-Page-Rules 2.5 jetzt die Edition 3.0 geworden. Also jetzt ist wirklich die dritte Neue Edition Auflage, ja. da. Auch von allen, also da gibt es ja One-Page-Rules, ist ja nicht nur ein System, das sind ja sechs Systeme. Genau. Sind dann alle neu aufgelegt worden oder nur jetzt das Grim Dark Also Future? so wie ich es jetzt verstanden habe, haben sie mit Grim Dark Future angefangen, weil das ist quasi der Esel, der alles zieht. Und die anderen sind, wir haben letztens nachgeschaut, schon nachgerückt. Ja? Okay. Also ein paar Sachen mussten, glaube ich, nochmal nachrepariert werden. Da ging es um so explodierende Würfel, wo jeder gewusst hat, was gemeint ist, aber wenn man dann sehr auf den Wortlaut achtet, das in eine Endloskette verwandeln konnte, wo dann ein Spieler gesagt hat, hey, hallo, kann man Okay, das bitte ja. vom Wording her anders ausdrücken? Solche Sachen werden auch stets repariert, was gut ist, ja. Also ich glaube, jetzt ist alles schon auf Edition 3. Vielleicht noch nicht das Flottenspiel. Ja, Okay. also Faster Than Light Fleets, also FTL Fleets, glaube ich noch nicht. Das soll nämlich auch vom Fluffer mal in dieses Universum kommen. Okay. Das welche Systeme gibt es? Also das Faster Than Light, das ist dieses Schiffchen wie X-Wing oder Na, kleiner? also X-Wing ist so Jägerspiele und das Fast and Light ist so quasi Schlachtschiffe, Flotten, die Wie gegeneinander das antreten. Battlefleet Gothic quasi. Genau, wie das Okay. frühe Battlefleet Gothic Okay, das war. heißt Und dann es das. gibt auch Jäger, aber die werden dann nur noch als Marker dargestellt. Okay. Ja. Das heißt, wir haben dann das Grim Dark Future, das ist 40k-Äquivalent. Ja. Haben wir auch was im Das Skirmish-Sektor? Grim Dark Future Firefight, das Okay. ist dann das kleinere, das Das Kill entspräche Team, dem ja. Kill Team. Dann haben wir im Fantasy-Sektor Fantasy Regiments. Das Das ist wäre also dann das Rank and File. klassische Rank and Ja. File. Ja. Ja. Dann haben wir das Age of Fantasy. Age of Fantasy, das entspräche Das Age of dem Age of Sigma. Ja. Sigma. Warte, was fehlt jetzt noch? Und dann haben wir noch die Skirmish-Variante, glaube ich. Gell? Hast du Ah hast ja, vorhin schon genau, erzählt. und die Skirmish einfach. Genau. Age of Fantasy Skirmish heißt Und das das da. heißt, das ist Genau. quasi wie Mordheim Ja, oder Warcry. Ja. genau. Okay. Das deckt zwar viel ab, ist also sehr natürlich an Warhammer ausgelegt. Ja, also ich habe es auch geschaut. Zuerst, wir haben uns kurz mal die Völker durchgeschaut. Es deckt sich eigentlich alles. Sie haben nur mehr quasi als Warhammer 40k zum Beispiel, wenn man Warhammer 40k hernimmt. Da gibt es dann zum Beispiel auch noch bei Ihnen die Echsenmenschen in der Sci-Fi-Variante. Es gibt die Die Skaven in Rattenmenschen der in der Cyber, Sci-Fi-Variante. Und ja. gab es noch was? Noch? Ja, sie haben im Fantasy-Sektor diese Duchess of Winchy, die haben sie quasi selber. Genau, diese Duchess of Winchy, das finde ich ganz cool. Die sind nämlich quasi selbst erfunden, beziehungsweise sind natürlich auch Woanders mogelklaut, so probiert, wie ne? alles andere. Schaut ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Attack on Titan und Adeptus Mechanicus, das ist ganz cool. Ah, dann diese Albträume Genau, und die Albträume. die Engelsfraktion, also Basilea, die werden von Mantic geklaut. Und die Halblinge gab es auch noch. Ja, und Halblinge, Genau, ja. die werden auch von Also bei Fantasy, glaube ich, Mantic gibt es oder so. mehr Völker als bei In der den Sci-Fi-Variante, Sci-Fi-Variante, gell? ja. Genau, also da sind sie stärker aufgestellt.
ist vielleicht auch leichter, dort was Neues zu erstellen, glaube ich fast. Es gibt mehr Fantasy-Vorlagen. Also ich glaube einfach, viele Leute wollten schon immer mal Halblinge haben. Mhm. Die sind was Besonderes. Ja, genau, wie die wurden nie geliefert. Wie die Seifer-Zwerger, die sie ja zuerst hatten, bevor sie GW wieder. Naja, wieder die Squads, die dann zu, wie heißt das, Legion of Wotan oder geworden ist. Ja. Also figurenagnostisch, vielleicht sollte man das sagen. Also spiel mit den Modellen, die du hast. GW-Modelle bieten sich natürlich an. Bieten sich in den meisten Fällen an. Aber sie bieten auch eigene Modelle an, als STL-Files, wenn man Patreon ist. Oder man kann sie auch über eine Partnerfirma drucken lassen. Sie haben manche Segmente überhaupt nicht bedient. Also alles, was so Space Marine-artig ist, machen, stellen sie nicht sehr, weil der Markt ist voll. Ja, also ich glaube, noch eine Sorte von Sci-Fi-Rittern. Vielleicht hat der GW mehr seine Hand drauf. Also, könnte auch sein, ja, also wahrscheinlich so eine schon eine haarscharfe Geschichte, was das Copyright betrifft. Ja, was haben sie denn dann noch anzubieten? Wenn man auf die Homepage geht, werden einem ganz kurz diese 6 Spielsysteme vorgestellt. Man kann die Grundregeln gratis runterladen. Die Grundregeln sind ja wirklich, also eine Seite ist wirklich eine Doppelseite, das sind quasi die ganz Basisregeln. Das ist die One-Page, in der alles zusammengefasst ist, wenn man eine gewisse Tabletop-Erfahrung hat. Fängt man damit was an, da sind aber keine Kodizes oder Armeelisten drauf. Ja. Die Armeelisten sind dann 2 Doppelseiten. Ja, es wäre nochmal ein Blatt. Ja, das ist immer noch sehr schlank. Ja. Und wenn man die Basisregeln dazu haben will, sind das dann inklusive, wie funktioniert ein W6 und bitte Unterstützung auf Patreon, 13 Seiten. Also das sind dann netto 11 Seiten, wo einem auch erklärt wird, wie bewege ich eine Einheit, wie messe ich bei Modellen. Ja, also das ist natürlich überall drinnen, also es ist auch an Einsteiger gerichtet. Aber man findet sich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sofort zurecht. Also ich finde das auch sehr übersichtlich, weil wirklich immer von einer Sonderregel, also zum Beispiel Gelände ist eine Seite, dann das Thema Moralwertungszonen, ja, ist eine Seite, das Thema Aktivierungen, Zufallseignisse. Immer auf einer Seite zusammengefasst, das ist halt echt cool. Ja. Niederhalten. Man also all diese Sachen. Man findet auch schnell was, finde ich. Wenn man das ganze System ein bisschen unterstützt, dann bekommt man auch Zusatzregeln, ja, dann sind das ungefähr das Doppelte, wo man modular ergänzen kann. Mhm. Also wie willst du es spielen? Mach es dir mit deinen Mitspielern aus, spiel es dann. Sie haben sogar auch noch eine eigene Seite, die sich dem Gestalten von Turnieren und dem Extra Balancing dafür widmet. Und was ich auch zuerst gesehen habe beim Durchblättern, es gibt eine eigene Seite für die Regeln, wenn du mit 10 mm Figuren spielen willst. Ja genau, also da quasi wenn du einen Maßstab runterskalieren willst oder wie du spielst, wenn du nur einen Küchentisch, einen kleinen zur Verfügung hast. Cool, ja. Also wie reduzierst du dann die Spielabstände und die Spielflächen runter, damit es geht. Also so ungefähr, hallo, willkommen im Tabletop, mach es. Ich finde es echt cool, ja. Also es richtet sich an die Ansteiger. Ich finde auch das Design, das ist ganz simple Design, da ist alles schwarz-weiß und die Grafiken, es sind Grafiken dabei. Es sind sehr, sehr, sehr simple Grafiken, aber gerade das finde ich cool. Es erinnert mich ein bisschen an meine Rollenspiel-Einstiegszeit mit GURPS. Es ist alles sehr simple Grafiken, schwarz-weiß, alles. Ich finde es echt cool. Nostalgie. Ja, es ist echt Nostalgie auch dabei. Ja. Ich habe hier etwas, das könnte vielleicht auch noch interessant sein. Das da ist von diesem Flottenspiel, dieses FTL Fleets. Und geht man auf die Homepage, kriegt man diese Regeln, so wie beschrieben gerade. Und dazu, gratis zum Ausdrucken, ein Haufen Papiergelände, habe ich meinen Küchentisch, habe ich da schon eine Supernova und irgendwelchen Satellitenshot. Und dann hätte ich vom Jäger hin eine imperiale Flotte, eine Marauders-Flotte, quasi die Orks, vorgefertigte Armeelisten, spiel einfach los. Ja. Probier es mal im Papier vor. Ja. Also was mich das kostet, ist ein bisschen Zeit zum Lesen, Ausdrucken, Schere, ein paar Würfel braucht man, ein Maßband braucht man. Also, und dann kann ich es mal ausprobieren. Das ist etwas Erfrischendes. Auch für die 40k-Variante gibt es auch so Pappaufsteller, das finde ich auch ganz cool. Ja. Dass du deine Goblins oder was auch immer in Pappaufstellern aufstellen kannst und das mal einfach ausprobieren kannst, ob dir das wirklich gefällt. Finde ich ganz cool. Also das ist sehr einsteigerfreundlich. Die Spiele gehen flott dahin. Sie sagen auch selber, ihr Anspruch ist, dass es ein Spiel ist, das leicht verstanden wird, aber nicht so leicht gemeistert wird. Ja, ja. Man hat viel Variation, also man kann Helden verschieden zusammenstellen, man kann ihnen ausdrücken geben, richtet sich viel nach der Modellrange, die so allgemein verfügbar ist. Ja. Man geht auf die Wünsche der Gemeinschaft ein, man balanciert nach, man hört sich an. Es sind immer alle Armeen verfügbar und es gibt auch einen ziemlich netten Armeegenerator online. Also
Ja. Vielleicht, du hast ihn dir jetzt mal angeschaut, du hast geklickt, ja, also es ist echt, man kann, also man, wie man das sich so wünscht, okay, man klickt auf die Einheit, man kann zuerst mal die Punktegröße einstellen, wie viele Punkte spielt man, dann klicke ich auf die Einheiten und da kann ich dann, wenn ich die ausgewählt habe, auch noch sagen, okay, stocke ich sie hoch auf mehr Leute, also ich habe mir zuerst diesen Fantasy-Generator angeschaut, da kann ich dann meine Kommandomodelle reinpacken in die Einheit. Ich kann dann Ausrüstungen vergeben und das ist halt alles sehr simpel gehalten, und aber die ganzen Sonderregeln, wenn ich die Maus drüber halte, kriege ich schon die Info, okay, was heißt diese Sonderregel. Das ist sehr beginnerfreundlich. Echt super, ja. Es ist auch gratis, ich bin jetzt nicht Patreon oder sowas, das kann man sich gratis runterladen. Also nicht mal runterladen, es ist online alles, das Ganze. Die Armeelisten sind 2 Doppelseiten. Ja. Und man hat. Ja, also, was kann ich jetzt noch sagen, was das für mich bedeutet hat? One-Page-Rules, ich hatte es schon früher davon gehört, hab's nicht ernst genommen. Dann, ich war eigentlich im Warhammer 40k Spiel verhaftet, das war auch mein Einstieg in das Hobby, wie bei so wie vielen. Bei, ja, auch und für viele andere auch, ja. Und inzwischen hat Grimdark Future von One-Page-Rules mir das System abgelöst. Einfach, weil es zugänglich ist. Ist auch eine Frage der Zeit. Wie viel Zeit hast du? Denk an die vielen Spiele in 40k. Mhm. Wir haben ja selber auch einige Spielberichte gemacht. Sie sind durchaus lustig, sie sind spannend, nur du schlägst den Codex auf, du schlägst ein Supplement für den Codex auf, du hast das Regelbuch offen, dann schaust du wieder nach, wie wirkt das eine mit dem anderen. Und ein Gefühl hast du oftmals gehabt, der berühmte Alpha Strike, bist du als Zweiter dran, wirst du weggeputzt. Und jetzt kommt natürlich One-Page Rules, ist ein bisschen mehr auf der Höhe der Zeit. Das, was der Standard ist, ist die alternierende Aktivierung. Ja. Die macht das sehr spannend. Ja, wir haben auch schon Turniere damit organisiert. Also, wer das mal reinschnuppern will, Pax Imperialis 3 ist unser Format, wo mit Grimdark Future One-Page Rules Regeln zur Anwendung kommen. Es hat super gut funktioniert, es hat allen gefallen. Ja. Es hat mir niemand gesagt. Genau, im Verein sind alle 40k-Spieler umgestiegen auf One-Page Rules. Also 40k spielt bei uns jetzt keiner, auch mit der 10. Gibt es keine. Die sollte eine Verschlankung sein, aber ich glaube, sie hat nicht diesen gleichen Effekt erzielt, den man sich da vielleicht erwartet oder erhofft hätte. Genau, ja, und somit kann ich jetzt einmal sagen, ich bin von diesem System überzeugt. Wir kriegen auch keine Werbeunterstützung dafür. Also ich kann es euch nur sagen, schaut's mal rein, klickt euch durch. Wenn es euch gefällt, probiert es aus. Du hast jetzt auch einmal etwas ausprobiert und ich glaube, du warst auch positiv überrascht. Auf jeden Fall, ja. In diesem Fall war es das Rank-and-File-System. Du bist jetzt ein alter Hase, aber ja, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat. Ja, es ist für Leute, die aus dem Tabletop-Hobby kommen, die meisten, also es werden wahrscheinlich nicht viele einsteigen direkt mit One-Page-Rules, glaube ich, sondern die werden von anderen GW-Systemen rüberschwappen, also GW-Hauptsystemen eigentlich, weil Herr der Ringe zum Beispiel ist auch von GW und da gibt es kein Äquivalent hier dafür. Man könnte es natürlich mit Fantasy irgendwie machen, aber bei Herr der Ringe ist ja viel mehr mit den ganzen Helden und den Named-Helden. Das deckt sich nicht. Aber hat es bei meiner Meinung nach bei Herr der Ringe ist es auch nicht notwendig, dass es hier ein Alternativsystem gibt. Und also die Leute, die mit One-Page Rules beginnen, denke ich mal, die schon auf jeden Fall Tabletop-Erfahrung haben. Auch wenn sie quasi von Null auf starten, auch teilweise. Aber wenn man da eine Abkürzung liest, wenn da AP steht, wird das wahrscheinlich Armor-Piercing heißen. Und es ist auch so. Und also man kommt da echt schnell rein. Ja. Obwohl ich muss sagen, ich würde auch jedem Neuling das mal empfehlen. Ich kenne jetzt nicht, was einsteigerfreundlicher ist. Aber du suchst es nicht, wenn du ein Neuling bist. Ja? Also du stößt wahrscheinlich auf GW. Es steht halt nicht in den Regalen drinnen oder sowas. Ja. Also über sowas stolpert man nicht so einfach drüber. Ja. Aber dafür ist ja GW ja auch gut. Also über GW steigen halt die meisten Leute ein. Und Ich glaube, wir sind uns einer Sache auch einig. Wir gehören nicht zu denen, die ständig über GW raunzen. Also ich bin froh, dass es GW gibt, weil sonst wäre das Tabletop-Hoffi noch vergessener oder noch mehr in der Nische, als es das ohnehin schon ist. Ja? Also hey, macht's weiter. Ja. Vielleicht gibt es auch eine gegenseitige Beeinflussung, weil dass die sich da auch was anschauen. Man kann ja warten. Ja, ich glaube, mehr kann man jetzt dazu gar nicht sagen. Ich glaube, da ist jetzt, probieren geht über studieren, kostet es mal hinein. Habt ihr schon Erfahrungen mit One-Page-Rules, mit einem der Systeme gemacht? Wie findet ihr es? Schreibt es uns in die Kommentare. Wie eure Meinungen und eure Erfahrungen sind. Was fehlt euch vielleicht was bei 40k gibt? Oder bei anderen Systemen, genau. Und
viel Spaß beim Ausprobieren und wir freuen uns, wenn euch dieser Beitrag ein bisschen mal auf was Neues gestoßen hat und freuen uns auch, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. In diesem Sinne, viert euch!